Ich hoffe, sind wir auf der Aufnahme. Oder in auf der Aufnahme. Ja, neues Glück, neues Spiel war das nochmal. Ich konnte mich da nicht draus befreien aus dieser Scheiße. Man sollte schon gucken, wo das Navi hingeht. Und dann macht man das auch besser. Wow, ist es heute anstrengend, wirklich. Fragt euch jetzt, ist der wirklich Busfahrer? Fährt der im wirklichen Leben genauso? Und ich will euch sagen, ja, ich fahre im wirklichen Leben, ja. Naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Die Ampelphasen. Wir sind stehen geblieben bei den Ampelphasen. Himmelarschenswert, die sind lang. Aber grüner wird's nicht. Alter, wirklich, grüner wird's nicht. Das ist interessant, ne? Wieso Vorfahrt, ne? Da, kein Problem, wir fahren alle so, wie wir Bock haben. Bis voreinander abbiegen. Na gut, ich bin eben halt welchen Kleinstadtmensch. Wohne in so einem kleinen Schleswig, da ist das nicht besonders sehr groß. Und so ein Berlin-Autofahren ist doch schon ein bisschen was anderes. Nehme ich mal an. So, die freie Bahn und Marzipan und durch die Gitter mit Zartbitter und so. Es dauert ja immer eine gewisse Weile, bis man hier zum Einsatzort so wirklich kommt, oder? Ich weiß es nicht. Aber andersrum, das ist der Einsatz schon, ne? Weil die Leute sind hier tatsächlich eingestiegen. Ist das Flughafen gewesen, wo wir eingestiegen sind? Ich kenne mich ja nicht so aus. Badabam. Wow, mitten auf der Kreuzung steht, das ist kein Problem. Das stört uns ja nicht ganz so sehr, ne? Buchholzweg. Ah. Die nette Lady. Die Frau ist kaputt. Ja, es war mal so, unser Ausbilder hat damals gesagt, es gab damals wohl so einen witzigen Fall, in, ich glaube auch bei der AK. Arabischer Busfahrer, konnte leider nicht so ganz so gut Deutsch und hat dann an der Funk mitgeteilt, ich weiß auch gar nicht, ob es auch bei der AK war, will ich, muss ich lügen, weiß ich jetzt nicht, hat dann über Funk mitgeteilt, Frau kaputt. Frau kaputt. Und dann haben wir gefragt, was denn ihr Frau kaputt? Ja, Frau kaputt. Und die dann so, ja, wo bist denn du? Hier und da, Frau kaputt. Kommen die mit Dings an, mit Sanitäter und alles, hast nicht gesehen bei der Haltestelle, wo sie es denn vereinbart haben. Nix los. Nämlich, Frau kaputt war, die Sprechanlage war kaputt. Die hat nicht funktioniert. Und deswegen sagte dieser Kollege, Frau kaputt. Das ist ein witziger Zufall gewesen. Naja, wenn ich es dir jetzt so gerade erzählt, in so einem Stream, oder beziehungsweise in Let's Play, ist es doch nicht so witzig. Damals habe ich drüber gelacht. Kann ich drüber nicht mehr lachen. Kennt ihr das? Egal. Frau kaputt. Diese Flip-Flop-Lackierung hier, wa? Das wird wohl gerne gemacht in diesem Spiel. So, Bushaltestelle. Erstmal weit ausgeschwenkt. Weit. Und da ist der Baum. Kein Problem. Kein Problem. Wir haben nur fast Verletzte. Und dieses Knallen, das war einfach nur mein Kieferlebensraum. Ach, hi. Ja? Du siehst ja gut aus. Komm. Du kriegst von mir ein Ticket, das möchtest du haben. Einzelfahrschein und ABC. ABC, die Katze liegt im Schnee. 3,80 Euro bitte. Und 4 Euro gegeben. Krieg. Oh, 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 ich werde es gleich ansortieren. Ja. Dankeschön. Wir haben uns jetzt bald wieder, aber nicht so schnell. So, jetzt müssen wir diesen witzigen Schwung hier fahren. Polizei, Osterei. Ja? Ist das eine Einbahnstraße? Wow, Kollege, ich komme doch auch. Der haut da drauf zu. Weiß Bus, muss Platz machen und so weiter und so fort. Mhm. Langsam, Tomsi, langsam. Sonst kotzen die Fahrgäste gleich wieder. Ist das ein Schrebergarten? Hier, schön. Eine schöne Allee. Daneben ist ein See. Nein, Spree. Eine Allee.
Bierwerbung. Oh, da fällt mir drauf, da fällt mir was zu ein. Da habe ich Lust drauf. So, ich nehme einfach mal beide Spuren jetzt hier. Ich denke einfach, ich als Busfahrer kann mir das mal auch so erlauben. So dicke Dinger und so ein Scheiß. Aha. Ihr meint weg, das Spiel ist geil. Das macht schon echt Bock. Halt, stopp. Hier, Polizei. Finde ich cool, wie viel Polizeipräsenz da ist. Aber viel geiler wäre, wenn die wirklich sich dann so einschalten würden. Wenn so wie eben gerade so ein Verkehrsunfall passieren würde oder so, weißt du? Machen sie Blaulicht und erschießen gleich die beiden Blondinen. Bio, bio. Und dann, weißt du? Echt nice gewesen. Wieso hat so ein Transporter so ein Flip-Flop-Lack? Hallo? Jeder wie er mag, ne? Aber es war ja klar, dass ich mich erst über die Blondinen nicht auskotze und dann verfahre ich mich. Ich sag ja, Berlin ist so groß für mich. Komm ich nicht bei klar. Ja. Das ist nichts für Papi. So, was ist hier mit der Ampel los? Ist ja, ach ja, guck mal, hier ist Autobahnzufahrt. Ja? Was wäre denn das für eine Autobahn? Irgendjemand eine Idee? Ich nicht. Kennt das hier jemand? Hat hier jemand zufällig schon mal gestanden und gesagt, auf diese Autobahn muss ich jetzt rauf? Ich nehme an, das ist meine gigantische Busspur hier. Yay! Nicht meine Baustelle. Oh, ich würde mal gerne ausprobieren, wie es wäre, wenn man so über... Nein. Das wollen wir nicht ausprobieren. Haben Sie? Wir wollen das... Au! Oh. Es sah aber auf den Fahrplan, sah das ja alles nicht so weit aus, ne? Es ist ja auch ein Gefängnis. Hier mit dem Turm, mit dem Wachturm? Oder ist es hier so ein Checkpoint hier von der ehemaligen Mauer? Ja, wahrscheinlich, ne? Nur jemand, der aus Berlin kommt, der wird jetzt denken, scheiße Macke, was laberst du da eigentlich für eine Kacke, du? Das weiß doch jedes Kind. Ne, ich weiß es nicht. Moin, schönen guten Tag, kommen Sie rein, können Sie rausschauen, die Fenster sind frisch geputzt. Hallo, junge Dame, gutes Wetter, die Frisur gefällt mir übrigens auch sehr gut. So, eigentlich, geht die Strecke aus. Wie dieses Gummi knatscht noch, ne? Nicht gut. Oh, was ist hier mit meinem GPS? Ja, hahaha. Kann man das irgendwie begutachten? Sag mal, hat man hier noch eine Möglichkeit, auf das GPS hinzuzugreifen? Kommt schon. Wir haben jetzt zwei abgefahren, Flughafen. Es ist ganz schön viel. Da liegt viel vor uns, aber laut denen sollen wir das alles innerhalb von einer halben Stunde schaffen. Das Problem ist, wenn man per mal dieses GPS ab... Bus zurücksetzen! Guck mal, öffnen Karte, das kann man alles so machen. Zeige Routeninfo. Ja gut. Ich bin mir sicher, irgendwann mal taucht das dann wieder auf. Dann, wenn ich denn dran vorbeigefahren bin oder wieder Wetter steht, Baustelle, hier geht's nicht mehr längs und so ein Scheiß. Freundliche Bäckerei. Gibt's da wirklich so ein... Das muss ich googeln. Freundliche Bäckerei. Stell dir mal vor, gibt's wütende Bäckerei oder so. Und wenn da so das Brotteig so auf Batsch auf den Backtisch geschmissen wird und Scheißbrot, da, hier ist hier die wütende Bäckerei. Da. Kosten Brötchen gleich 1,50 Mark. Scheiße. Oh, wir sind auf dem Abbieger. Ich bin mal guten Glauben, dass ich hier längs muss, geradezu. GPS, das nervt mich total. Warum ist das GPS weg? Ja, da ist es ja wieder. Pünktlich, wenn man sich selber hinrätseln muss. Verdammt, wo müssen wir eigentlich hin? Ja. Ich frage mich, Inka kam gerade auf die Idee, kommt um die Ecke und sagt, ich backe jetzt ein Bananenbrot. Wie kommt sie darauf? Sie hat gerade Shopping. Jetzt habe ich Lust auf ein Bananenbrot. Verstehe ich nicht. Ist nur 30. Turmstraße, Beusselstraße. Okay.
Hingelingeling. Postbahn. Wir haben noch Kollegen bei uns, die grüßen jeden Streifenwagen. Oder jeden Polizisten oder was immer. Was jetzt immer jemand ist. Ich glaube, das ist ein Schreiber bei der Polizei. Ja, hast die Polizei auf deiner Seite, ist dann mal alles gut. Na, na, na. Ich glaube, wir müssen hier gleich irgendwie einen Schlenker fahren. Bleiben wir hier eine. Wenn ich da noch ein bisschen weiter gucken könnte. Ich glaube, wir bleiben mal hier. Wir fahren einfach mal da. Ausgetrickst. Wir müssen da längs. Das Telefon klingelt. Was ist denn das? Ah, jetzt ist es an. Ich nehme mal an, dass das ja auch ein Abbieger ist, wo ich draufstehe. Hoffe ich ja mal, ne? Wir blinken einfach mal. So. Alter, wo hältst du denn deine Hand hin? Kollege, irgendwas stimmt mit dir nicht. Na gut, dann fahren wir mal los. Wir ordnen uns da mal so halb links ein. Ja, hat geklappt. Oh, Alter, guck mal. Voll die Vorfahrt genommen. Ja, warum auch Vorfahrt, ne? Achten und so einen Scheiß. Und da wäre unsere Bushaltestelle. Wow. Die heftigste Bushaltestelle der Welt. So. Moin, hallo. Oh, schönen guten Tag. Sie haben mich doch von einer anderen Bushaltestelle gesehen. Schön, dass Sie sich entschieden haben, mit uns zu fahren. Ob ich mich da mal bewerben soll bei der BVG? Ob ich da qualifiziert bin? Von der AK? Ich fahre nicht im Berlin-Bus, das Ganze knicken. So. Ja, könnt ihr gerne ein bisschen schneller jetzt gehen hier. Die Ampel ist ja grün. Und ich gehe mal davon aus, dass sie nicht noch grüner wird. Nee, sie wird aber rot. Oder stehen wir schon wieder heimlich auf dem Abbieger? Das könnte ja auch sein, ne? Guck mal, warum geht's jetzt weiter, wenn die Ampel noch rot ist? Na, kein Problem, fahrt mal, wie ihr wollt. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Eis Marcon. Wie macht man das denn mit Fahrkartenkontrolle? Hat da jemand eine Ahnung? Voll. Haltungsvoll. Zumindest sind alle gut gelaunt. Alle sind sehr gut gelaunt hier. Der Bart, der ist schon jetzt bis nach St. Petersburg gewachsen. Langsam nähert er sich Moskau. Boah, die Ampelphasen, fürchterlich. Wie kann man hier eigentlich rupen? Nirgends. Aha. War also keine Abbiegerspur. Na ja, gut. Oh, doch. Noch mal ein Spur hier, der Chat hier immer. Ich so hart bremsen. Oh, was steht hier denn hier alle rum? Ach so, klar, wir lassen wieder irgendwelche Leute, die keine Vorfahrt haben, irgendwie durch, ne? Ja, machen wir immer so. Und das ist ja kein Problem. U-Bahnhof Turmstraße. Okay. Aber schrei mich nie wieder so an. Okay, wir müssen hier links abbiegen. Was ist denn da los? Ja. Hä? Ich hab nichts mitgekriegt. Das war ich nicht. Hat? Nee, ich nicht. Nee, das war hier
Nee, Ob der auch gleich weiterfährt? Guck mal nach, was hinter mich ist. Würde ich denn mal... Ja, ist ja gut. Ah, guck mal. Ja, mach doch mal Platz. Ja, geht doch. Guck mal. Hat er mir auch gar nicht böse genommen. Also klar, war mein Fehler. Ich hätte wissen müssen, dass der Busfahrer gerade auf dem anderen PC guckt. Finde ich aber auch. Hätte er wissen müssen, oder? So. Ich muss aber sagen, solche Simulator-Spiele, wenn man die ganze Zeit jetzt Bus-Simulator auf der Playstation gespielt hat, mit Controller und Pipapo, finde ich das dann doch ein bisschen schon was anderes hier. Hallo? Hä? Was ist jetzt los? Kann ich mehr... Aha, nee, warte, hör mal auf. Was soll denn das? Ich will nicht! Hör auf! Wieso geht die Lenkung von Mann? Ich will auch nicht... Was ist denn das? Wieso ist denn das passiert? Ah, ja, verstehe. Okay, guck mal, wenn man drauf drückt, hat man nur Lenkung. Ah, dann lenkst du mit der Maus, oder was? Perfekt vor dem Schild geparkt. Super gemacht, komm schon. Wollte jemand einsteigen? Ne? Okay. Viel heftiger stellt sich mir die Frage, wer hier lieber raus will. Aber das funktioniert, ne? Bus will an der Bushaltestelle rausfahren, blinkt an und schwupp, es wird Platz gemacht und gewartet, bis der Busfahrer rausfährt. Finde ich toll. Muss geradeaus weiterfahren. So geil das hier nicht. Wie jung. Hier noch ein Flipflop. Alter Schwede, ey. Dann stellen sie es hier so direkt in die Straße hin, ne? Da? Mutig, mutig. Die Vespa. Hundeparadies. Hört, hört. Hertha BSC-Shop. Ja, also ganz im Ernst, wenn ich Berliner wäre, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich super unbeliebt, ich bin ja auch ein großer Fußballfan, aber ich wäre, glaube ich, Union-Fan. Ich wäre Fan von Union Berlin. Muss ich mal so sagen. Weil die Mannschaft mir einfach sympathisch ist. Ich komme von dem Busfahrer hier ein Fahrgast an und klatscht mir so eine von innen rein. Was hier Union? Was? Gibt's nur die Hertha? Aber mittlerweile haben wir das so ein bisschen im Griff, ne? Abgesehen von den Transporten, die wir gerade zerfetzt haben. Schon wieder im Gefängnis? Alter. Nur Schwerstkriminelle in Berlin. Ich glaube, da kommen auch die ganzen Dislikes bei mir. Entweder ist es eben halt, wie gesagt, die blonde YouTuberin oder eben halt wirklich Hauptbahnhof. Die Leute, die sagen, Junge, was laberst du überhaupt für eine Scheiße über Berlin, Alter? Hauptbahnhof sind wir jetzt schon. Das ging schnell, ne? So. Gucken wir uns nochmal alles an. Ich meine, grafisch, das könnte was werden, wirklich. Also, wenn die Figuren hier noch ein bisschen besser hinkriegen. So dieses Drehen einfach, voll Roboter so. So laufen die Figuren. Kriegen die aber bestimmt noch hin. Ich glaube aber, das hat Potenzial. Es sieht jetzt auf jeden Fall schon mal besser aus als Bus-Simulator. Muss man sagen. Und ist natürlich echt in Deutschland, ne? Und realistisch aufgebaut und alles. Also das finde ich schon
Bin ich denn schon mal sehr, sehr geil dann. Da steht aber nicht drauf. Guck mal, ach guck mal, wir sind mit 2 Minuten Verspätung unterwegs. Okay, wir müssen hier mal links einordnen. Ach, ich dachte, die parken da. Also sind die da. Die parken nicht, die stehen da nur. Jetzt parken wir. Kein Problem. Oh, nicht bremsen. Warum? Warum bremst ihr? Hey, hör mal auf zu blinken, Digga. Na komm, da gehen wir doch rüber. Was war noch grün, Digga? Aldi! Wow, das sieht cool aus, ne? Habe ich aber schon mal gesagt, wo wir im Dunkeln hier unterwegs waren, ne? Das ist schon ziemlich nice aussieht hier, ne? Mit dem Hauptbahnhof. Wirst du gleich mal ein bisschen fokussiert drauf sein, wie das denn jetzt mit dem GPS weitergeht. Dingelingeling, ding, 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 ding. Oh, der Feuermond. Wie schön. Gibt es im Juni schon Feuermond? Ich glaube nicht, ne? Weiß es nicht. So, ich habe mir ja vorgestellt, wir machen gleich ein Break, wenn wir am Bahnhof angekommen sind. Aber diese Ampel hier, echt irre. Wahnsinn. So lange geht doch keine Ampelphase in Wirklichkeit. Glaube ich doch mal. Ja? Gut, hier in Berlin wollte ich schon sagen. Bei uns hier haben wir auch tatsächlich ein, zwei Kreuzungen, wo die Ampelphase echt dich auffrisst. Ne? Das ist schon echt, die killt dich auch tatsächlich. Ja, weil die echt ewig dauern. So, meine Kinderchen. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Wir sehen uns gleich weiter, beziehungsweise morgen. Wieder in der nächsten Folge, wenn wir von hier aus weiterfahren. Ich wünsche euch was Schönes. Danke fürs Reinschalten. Seid nicht so hart zu mir. Und bis morgen.